Herzlich willkommen zur Videoeinführung zu Iphigenie auf Tauris. Mein Name ist Anne-Verena Freibert, ich bin Chefdramaturgin hier im Landestheater Schwaben und hinter mir sehen Sie einen kleinen Teil meines Büros. Ich habe in dieser Spielzeit unter anderem Iphigenie als Produktionsdramaturgin begleitet und zwar in einer Regie von Gregor Turecek und im Kostüm- und Bühnenbild von Juliette Collard. Goethe, wir fangen mal damit an, wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren, als Sohn eines kaiserlichen Rates. Die Familie war nicht adlig, aber vermögend und einflussreich. Warum ist das wichtig? Er begann sehr früh einen speziellen elitären Bildungsweg zu verfolgen. Es gab schulischen Privatunterricht, er begann 1765 dann ein Jurastudium auf Wunsch seines Vaters in Leipzig und versuchte aber nebenbei, sich durch den Besuch von Vorlesungen in ganz vielen anderen Fachbereichen und durch zum Beispiel privaten Kunstunterricht sehr weit gefächert auszubilden. Er wurde dann später ja tatsächlich als Universalgelehrter wahrgenommen, das hat er gut vorbereitet. Nachdem er sein Studium 1771 in Straßburg mit der Promotion beendet hatte, kehrte er nach Frankfurt zurück. Dann irgendwie gab es noch eine Station in Wetzlar. Er arbeitete als Rechtsanwalt, aber versuchte nebenbei immer schon seine schriftstellerische Karriere zu beginnen und dann weiter zu verfolgen. 1773 wurde er mit seinem ersten Drama Götz von Berlichingen tatsächlich quasi über Nacht national berühmt. 1774 folgte mit dem Briefroman Die Leiden des jungen Werther ein internationaler Erfolg. Derartig bekannt wurde er bereits ein Jahr später, 1775, eingeladen, doch nach Weimar zu kommen. Dort lebten Karl August, der Herzog, der zuerst noch von seiner Mutter sozusagen betreut wurde. Herzogin Anna Amalia hatte zuerst noch das Staatsgeschehen in den Händen. Sie sammelte bedeutende deutschsprachige Geistesgrößen um sich und nahm Goethe nur zu gerne in ihren Zirkel auf. Er bekam verschiedene Aufgaben zugeteilt, er wurde verbeamtet und man begann auch schnell, ihn mit Titeln und Würden zu bedenken, damit er auch ja bleiben sollte in der Stadt. Das ermüdete ihn alles ein wenig und so machte er sich 1786 nach einem ersten Weimarer Jahrzehnt zu einer Bildungs- und Erholungsreise nach Italien auf. Dort fand er auch den notwendigen Abstand, um noch im gleichen Jahr Iphigenie auf Tauris im Versmaß fertigzustellen. Das ist dann das, was wir meistens heutzutage lesen oder worauf wir uns meistens beziehen. Das war dann die vierte Fassung des Textes bereits, den er 1779 begonnen hatte. Die hat ihn dann endlich einigermaßen zufriedengestellt. Goethe bescherte der Literaturwelt natürlich bis zu seinem Tode in 1832 noch viele weitere spannende Werke. Es gäbe auch viel zu sagen über die Literaturepochen, die er prägte und mit beeinflusste. Aber das lassen wir jetzt erstmal alles einfach weg. Es geht um Iphigenie auf Tauris. Worum geht es? Goethes Text ist eine Neufassung eines Teils des antiken Troja-Mythos. Als der Griechenkönig Agamemnon vor dem Trojanischen Krieg in Aulis darauf wartet, dass sich die anderen Fürsten Griechenlands zusammenfinden, ist ihm langweilig und er geht auf die Jagd. Er erlegt eine Hirschkuh, die eigentlich heilig ist. Er weiß auch um diese Thematik, dass er das nicht machen sollte, er macht es trotzdem und prahlt sogar noch damit, dass er das besser gemacht hat, als dass die Göttin Diana selber könnte. Natürlich kommt es, wie es kommen muss, als es endlich alle Griechenfürsten zusammen sind und man dringend losfahren müsste, beschert sie dem Heer eine Windflaute, eine komplette Flaute und man kann nicht losfahren. Auf Rat eines Sehers, Kalchas ist das in dem Fall, versteht Agamemnon, dass er nun seine Tochter, seine erstgeborene Iphigenie opfern muss, um überhaupt Wind zu bekommen und überhaupt in den Krieg ziehen zu können. Er macht das dann, ist ein bisschen komplizierter, er versucht das zu verhindern und macht das letztgültig dann irgendwann doch. Und in letzter Sekunde oder während der Opferung an sich
wird Iphigenie irgendwie enthoben. Die Anwesenden verstehen nicht ganz genau, was passiert ist, aber plötzlich liegt eine zappelnde Hirschkuh auf dem Opferblock und Iphigenie ist weg. Iphigenie wird von der Göttin auf die Insel Tauris versetzt. Dort lebt sie seither als Priesterin der Göttin und im relativen Frieden mit dem König Thors. Als sie dessen beständiges Werben um ihre Hand jedoch ein weiteres Mal ablehnt, beschließt der König Thors, sie zu bestrafen und sie den alten Brauch wieder einführen zu lassen, alle Fremden, die an Tauris Ufer anlanden, Diana zu opfern. Natürlich ist Just, das passt gut, ein Fremder angekommen, der sich erst nach und nach als Iphigenies Bruder Orest entpuppt. Er ist auf der Flucht vor den Rachegöttinnen, die ihn wegen seines Muttermordes in den Wahnsinn getrieben haben. Von Griechenland aufgebrochen, um vor denen wegzukommen. Er will der Weissagung eines anderen Sehers folgen, dass er seine Familie entfluchen könne, wenn er das Bildnis von Apolls Schwester von der Insel Tauris mitbringen würde. Der Ahnherr Tantalus hatte ja damals mit seiner Hybris die Götter beleidigt und damit all seinen Nachkommen den sogenannten Tantalidenfluch beschert. Als die Geschwister Iphigenie und Orest sich nun auf der Insel wiedererkennen, schwankt Iphigenie zwischen dem Impuls, sofort mit ihrem Bruder zu fliehen und dem aufgeklärten Wunsch, auf die Menschlichkeit des Königs zu vertrauen und den Konflikt diplomatisch lösen zu wollen. Goethe erzählt von einer Frau, die sich gegen eine Männerwelt behauptet, indem sie darauf besteht, dass es auch Lösungsansätze jenseits der typisch männlich konnotierten von Krieg und Betrug geben muss. Sie sagt, ich habe nichts als Worte und beharrt so lange auf das Gespräch als immer gültige Lösung, bis ihr endlich alle zuhören. Goethe war in seiner langen Beschäftigung mit dem Text dazu gekommen, von familiärer Vorgeschichte und Mythos zu berichten, Gefahren zu beschreiben und Handlungen anzudrohen, aber sie nicht zu zeigen. Er hatte sein Ideal der Dichtung verfolgt und ließ die inneren Kämpfe der Figuren, die Reflexionen der eigenen Gedanken und Absichten, die äußere Handlung ersetzen. Unbeirrtes Harren, unbeirrtes Beharren auf Humanität ist also nicht nur die Botschaft des Stückes, sondern auch seine Handlung. Goethe erzählt vom Ideal der Klassik, das daran glaubt, dass der Mensch einen inneren Kompass hat, der ihn zu Güte, Gerechtigkeit und Vernunft tendieren lässt. Iphigenies Ringen um ihre eigene Klarheit und innere Ausgewogenheit und die extrem verdichtete und harmonische Sprache, die Goethe ihr dafür suchte und fand, führen dazu, dass der Text fast unerträglich schön zu sein scheint. Wie soll man das heute in unserer aufgewühlten Zeit auf die Bühne bringen? Im Frühjahr 2020 näherten wir uns hier im Theater allmählich der Erkenntnis, dass die Corona-Pandemie die Spielzeit 2020-21, so wie sie eigentlich geplant war, hinfällig machen und wir neue Stoffe und Texte und Formen brauchen würden, um mit kleiner Besetzung unter Einhaltung der Abstandsregeln große aktuelle Themen spannend zu behandeln. Eine klassische Annahme der sogenannten Industrieländer war viel zu lange, dass Naturkatastrophen und hoch ansteckende tödliche Erkrankungen sich auf die sogenannten Entwicklungsländer beschränken würden und der hochentwickelte Westen davonkommen würde, sich abschotten können würde. Genauso glaubten wir Menschen viel zu lang, uns von der Natur abzukoppeln und isoliert leben zu können. Und so bekommen wir seit Jahren immer konkreter werdende Reaktionen der Natur auf unsere anmaßende Haltung um die Ohren gehauen. Australische Buschfeuer, deutsche Sturzfluten, weltweite Hitzerekorde und natürlich nicht zuletzt die in verschiedenen Vorformen seit 2002 angekündigte SARS-CoV-19-Pandemie. Wir sind das Tantalidengeschlecht, das seinen Fluch nicht los wird, weil wir nicht begreifen, dass wir unser Leben von Grund auf ändern müssten. Hier und jetzt und heute. Solange wir weiterhin alle Bereiche unseres Lebens kapitalisieren, werden wir unsere Beziehung zur Natur nicht ausreichend verbessern können. Solange zwischenmenschliche Beziehungen auf die eigene Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und nicht um ihrer selbst willen bestehen können, wird es weiterhin Spannungen, Konflikte und Kriege geben.
Auf der Bühne des Landestheaters sehen Sie Goethes Iphigenie gerahmt durch die Überlegungen heutiger ExpertInnen aus dem Bereich Belletristik, Drama, Literaturwissenschaften, Aktivismus, Philosophie, soziale Nachhaltigkeit und Gesellschaftswandel. Die moderneren, luftigeren Texte bieten immer wieder die Möglichkeit, innezuhalten und sich neu auf Goethes Dichtung einzulassen. Die Einschübe ermöglichen im Rhythmus der Titelfigur mitzuatmen. Iphigenie predigt die Vernunft und sie zeigt uns, dass der Dialog mit sich selbst, die Suche nach der Klarheit und der inneren Reinheit eigentlich eine Grundbedingung dafür sind, Lösungen überhaupt denken zu können. Die eingeflochtenen aktuellen Themen unterstreichen die zeitlose Aktualität von Goethes Text, denn sie passen sich zum großen Teil nahtlos in die Erzählung ein. Durch die andauernde pandemische Lage hat sich die Vorbereitungszeit für Iphigenie auf 2 Jahre verlängert. Denn wir haben ja nun schon die Spielzeit 2021-22. Letztlich hat uns also Corona dazu gebracht, Iphigenies Rat zu befolgen und zu reflektieren. Über die 2 Jahre sind zwar immer neue aktuelle Probleme mit reingekommen in die Spielfassung, aber wir haben den Blick dafür nicht verloren, dass die schlichte Aussage Iphigenies immer noch gültig ist. Obwohl wir eine postapokalyptische Welt auf die Bühne bringen, obwohl die BewohnerInnen dieser Welt auf sich und die Reste ihrer quasi zerstörten Umwelt zurückgeworfen sind, sagt Iphigenie, ich habe nichts als Worte, und schickt sich trotz allem an, ihren Teil der noch erhaltenen Welt zu verändern. Mit Worten. Mit nichts als Worten. Und vielleicht steckt darin eine Hoffnung für uns alle. Die Inszenierung dauert ca. 80 Minuten und hat keine Pause. Auf der Bühne im Großen Haus spielen für Sie Regina Vogel, David Lau und Klaus Philipp. Neben dieser Videoeinführung gibt es zur Information auch noch die im Foyer ausliegenden Programmhefte, die wir gratis anbieten oder die Sie auch als digitale Version auf der Inszenierungsseite finden. Wegen der immer noch anhaltenden pandemischen Lage haben wir immer noch nicht wieder mit Live-Einführungen begonnen. Aber es wird an 3 ausgewählten Terminen Nachgespräche zur Inszenierung geben, unter anderem auch zu Iphigenie auf Tauris. Vielleicht möchten Sie uns ja daher am Sonntag, den 12. Juni, um 20.30 Uhr auf der Foyerbühne besuchen. Auch wenn Sie nicht an diesem Tag in Iphigenie gewesen sein sollten, sondern an einem anderen. Wir freuen uns in jedem Fall. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Theaterabend bei uns zu wünschen, im Großen Haus, im Landestheater Schwaben, mit Goethe und anderen und in jedem Fall mit Iphigenie auf Tauris.